Hallo meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich war eine ganze Zeit lang krank, deswegen kam es nicht so regelmäßig ein Video. Aber hier hat sich einiges angesammelt und ich möchte jetzt euch ein Paket vorstellen, was ich jetzt vor kurzem zugeschickt bekommen habe. Und das ist für mich das dringlichste Video, glaube ich, was ich unbedingt jetzt abdrehen muss. Und so handelt es sich hierbei um ein Cosnova-Paket. Und liebes Cosnova-Team, Dankeschön, dass ihr mir das zugeschickt habt. Und es handelt sich hierbei um die All That Grace LE. Und ich habe sie heute mal aufgetragen, so gut wie es ging. Ich sage mit Absicht so gut wie es ging. Wir fangen nämlich gleich mit dem für mich absoluten Flop-Produkt an. Und zwar sind das die Eyelashes gewesen. Die trage ich jetzt gerade und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich werde gleich eine Nahaufnahme nochmal machen. Aber die sind so doof aufzutragen, weil dieser Bogen genau in der Mitte des Auges endet. Also es sind ja auch Corner-Lashes, aber die sind so störrisch irgendwie. Ich kriege die nicht richtig gemacht, weil meine eigenen Wimpern haben gerade so ein bisschen gelitten. Ich weiß nicht genau warum, aber trotzdem, wenn ich das auftrage, sieht das aus, als ob ich vorne gar keine natürlichen Wimpern hätte. Ich meine, ich habe gerade Probleme mit meinen Wimpern, ja. Ich vermute da in eine Richtung, aber darüber werde ich noch ein extra Video machen. Aber es sieht gerade so aus, als ob ich gar keine Wimpern dort hätte. Und deswegen finde ich die total doof. Die sind so dicht. Vielleicht ist das für Leute was, die wirklich volle, feste Wimpern haben, aber bei mir überhaupt nicht. Und der Kleber hält halt auch nicht. Also das ist ein allbekanntes Thema, denke ich mal. Aber ich fühle mich hiermit total strange und ich glaube, meine Augen wirken jetzt auch gerade so runtergedrückt. Und ich werde die auch gleich wieder wegmachen. Ich wollte jetzt nur fürs Video euch einmal zeigen, wie die aussehen. Ich persönlich mag sie überhaupt gar nicht. Da hat Essence schon wesentlich bessere Lashes rausgebracht, aber die sind für mich absolut nicht brauchbar und wandern definitiv gleich in die Tonne. Entschuldigung. Ja. Aber jetzt, um ein Produkt anzupreisen, und das liebe ich wirklich und das benutze ich täglich, seit ich das habe. Ich habe es jetzt schon bestimmt eine Woche oder anderthalb Wochen hier rumliegen, das Paket. Und das ist das Puder dazu. Und zwar ist das das All That Grace Porzellan Loose Powder oder Body Powder. Und das riecht so göttlich. Oh, unheimlich gut. Ich bin wirklich schlecht im Düfte beschreiben. Aber diese ganze LE, also auch der Lipgloss, den ich jetzt trage, riecht einsame Spitze. Ich liebe es. Naja, jedenfalls ist das tatsächlich das beste Puder, was ich aktuell zu Hause habe für meine aktuelle Hautsituation. Es macht am Anfang wirklich schön matt, wirklich ein Porzellaneffekt. Man ist aber nicht cakey matt, sondern es ist so, ich liebe es einfach. Also ich werde mir davon definitiv nochmal ein Backup holen. Ich war vorhin auch bei DM und habe geguckt, ob ich noch ein Backup kriege. Aber die hatten die LE noch gar nicht und deshalb warte ich, bis die halt raus ist, die LE, und hole sie mir dann nochmal. Auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung an euch. Es kommt halt hier mit so einem Schwämmchen. Das Schwämmchen benutze ich auch total gerne, wie man sieht. Und dann hat man hier drin so ein loses Puder, was man halt so drauf pudern kann. Und ich bin davon ausgegangen, dass da vielleicht sogar ein bisschen Glitzer drin ist, was ja oft bei Essence-Produkten der Fall ist. Ist hier aber definitiv nicht der Fall. Es macht einfach wirklich schön ebenmäßigen Ton. Ich muss auch sagen, für Leute, die trockene Haut haben, ich habe partieweise trockene Haut aktuell, funktioniert das trotzdem sehr, sehr gut, obwohl Abpudern ja immer nicht so gut ist, wenn man zu trockener Haut neigt. Aber mit dem funktioniert das bisher für mich super gut und wie gesagt, der Duft ist einsame Spitze und das ist für mich schon mal so ein Ding, hat man selten bei Puder, dass das auch gut riecht. So, weiter geht's mit dem All That Grace Smoky Eye Pencil in Grau in der Farbe 020 Great Times. Das Ganze ist folgendes Prinzip. Hier drin ist sozusagen die Farbe und hier ist der Pinsel dazu. Den habe ich jetzt auch schon 5-6 Mal benutzt und finde den echt klasse. Das Einzige, wo man aufpassen muss am Anfang, ist sehr viel Produkt auf diesem Schwämmchen oben drauf. Und dann kann das doch mal einen Fallout haben. Also es kann Krümel und hier unten was hinterlassen. Sie sind wirklich super pigmentiert, wo ich anfangs ein bisschen Bedenken hatte, ob sie wirklich so gut pigmentiert sind. Weil ich mag diese Systeme eigentlich nicht so gerne von diesen Produkt in dem Teil und hier das Schwämmchen, weil ich das Gefühl habe, dass ich eben nie richtig viel Produkt dran habe. Das ist hier nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat relativ viel Produkt dran. Man kann das super schön wieder verwischen. Also ich habe das tatsächlich, ja, ich mache gleich nochmal eine Nahaufnahme, aber ich trage das gerade eben am Wimpernkranz und oben habe ich das verblendet mit einem leichten Roséton. Und das trage ich eigentlich jetzt schon die letzten Tage nur noch, diese Kombination, abgesehen von den Lashes natürlich. Aber wirklich, wirklich cooles Produkt. Und hierzu habe ich dann auch noch die All That Grace Smoky Eye Pencil in Black to Black. Stelle ich mir genauso gut vor, wahrscheinlich sogar für ein richtig krasses Smoky Eye. Also das ist so ein Alltags-Smoky Eye und das wäre wahrscheinlich eins,
um wegzugehen, habe ich auch schon ausprobiert. Ist super toll, super stark pigmentiert. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen hier. Super weich, kratzt nicht. Also bin ich definitiv überrascht, dass die Produkte, obwohl ich ja diese Art von Produkt nicht mag, mich doch so überzeugt haben. Also wer auf Smokies Eis steht, kann sich das definitiv mal anschauen. Eine super tolle Sache und ja, auch für mich eine Kaufempfehlung an euch. So, zu besagtem Lippenprodukt und zwar der Lipgloss. Ich trage ihn jetzt nochmal auf, weil ich ihn so toll finde und er riecht so gut. Mega, mega lecker. Ja, das ist für mich der perfekte Nude-Ton, meiner Meinung nach. Er pflegt super schön, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas klebt. Das habe ich auch schon mal über Essence-Produkte gesagt, in den Neuheiten für den Frühling. Damals, wo die Sortimentsumstellung war, bin ich hier immer noch nach wie vor der Meinung, dass ich immer mehr verliebt bin in diese ganzen Lipglosse von Essence. Und zwar ist es, und das ist die Farbe 02, That's What Rose Would Do. Und ich finde, das ist wirklich eine super schöne Farbe. Noch gar nicht angerührt sind die Nailsticker. Die werde ich mit auf Arbeit nehmen, weil ich persönlich benutze keine Nailsticker. Und dort werde ich sie dann mal testen. Hier sind so kleine Perlchen drin und eine Bordüre. Und die werde ich definitiv jetzt morgen mal ausprobieren. Vielleicht opfert sich meine Mutter, dass ich das mal ein bisschen an ihr testen kann. Aber ja, immer eine coole Sache, wenn sowas mit bei ist. Aber ich finde es nicht unbedingt notwendig. Zu den Nagellacken. Hier sind es gleich drei am Stück und ich habe zwei davon schon aufgetragen gehabt. Leider, ihr seht, sind sie wieder ab. Aus folgendem Grund, ich habe auf Arbeit damit gearbeitet und habe mir da aus Versehen Aceton drüber gekippt. Und jetzt, warum ich es nicht nochmal neu aufgetragen habe. Dieser helle High Gloss Farbe 04 Girl with a Pearl ist eine wunderschöne Farbe und wirklich High Gloss. Aber sie braucht sehr lange zum Trocknen. Das ist aber meistens bei diesen hellen Farben so und deswegen, ja, wer es ab kann, lange zu warten, es ist eine wirklich schöne Farbe. Sie hält relativ gut, wenn sie eben nicht, ja, gerade 5 Minuten nach dem Trocknen abgemacht wird. Das war nämlich bei mir der Fall. Ich habe dann überall Ditschen drauf gehabt und das, ja, ist ein allbekanntes Thema bei hellen Nagellacken. Aber so an sich mit einer Schicht ist es so ein bisschen leicht, nicht durchsichtig, würde ich sagen. Man sieht halt, dass man halt drunter noch einen Nagel hat. Wer das mag, ist das auch schon in einer Schicht super schön. Also ich werde den einfach definitiv in der nächsten Zeit nur noch mit einer Schicht tragen. Dann funktioniert das auch super. Dann auch getragen hatte ich den Pearly Matt. Ja, muss man mögen. Also matt ist ja sowieso diskutiert. Merke ich auch auf Arbeit immer wieder. Aber ich persönlich finde die Farbe super, super schön. Und die wird auch definitiv, ja, doch, ich denke, zu den Adventstagen mehrmals benutzt werden, weil es so ein richtig schönes Weinrot ist mit einem leicht goldenen Schimmer drin. Mega schöne Farbe. Und die mit einer Schicht super trocken, gar keine Probleme gehabt. Also super Produkt. Beim High Gloss All That Grey Step Into The Grey Zone vermute ich, dass die mit einer Schicht deckt. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich die anderen beiden jetzt eben drauf hatte. Ist eine schöne Farbe. Ich habe auch tatsächlich noch gar kein Grau in meinem Sortiment. Ich schaue mal eben, aber nein, habe ich tatsächlich nicht. Und daher freue ich mich umso mehr, dass ich diese Farbe jetzt habe und werde sie auch demnächst mal auftragen und testen. Aber hier kann ich auch schon sagen, es wird bestimmt High Gloss. High Gloss ist wirklich Programm, denn das war schon bei den Weißen so. Und deshalb, ja, ist das für mich sowieso eine LE gewesen, die ich unbedingt haben wollte. Ich stehe nämlich total auf Grautöne aktuell und da passt das super mit dem Eyeshadow. Und das absolute Highlight-Produkt ist definitiv das Puder. Ja, schaut es euch unbedingt an. Also das ist für mich von all den Produkten, die hier jetzt gerade um mich rum liegen, ist das hier definitiv der heilige Gral der LE. Riecht sogar die ganze Packung danach. Also super, super schönes Produkt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen bei der Produktauswahl, ob ihr was davon holen wollt oder nicht. Aber ich bin schon recht überzeugt, dass das so eine Sache ist, wo ich alle Produkte verwenden werde, außer die Sticker. Aber das ist halt so eine Sache, ich habe keinen Nerv mehr, die jetzt da Sticker drauf zu kleben, weil die halten eh nicht lange. Und deshalb würde ich sagen, rundum eine super LE. Ein, zwei Abstriche, gerade mit den Lashes, aber das ist, ich kaufe mir eh kaum welche. Und daher ist das für mich getrost hinzunehmen, dass das nicht so wild ist. Ja, jedenfalls war es das jetzt von meinem Video zu dieser LE. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein, zwei gute Tipps bekommen. Und holt euch vielleicht sogar das ein oder andere Produkt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!